Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Dying Light. Und wem erstmal Dankeschön all diejenigen, die den letzten Part positiv bewertet haben. Bedeutet mir viel damit, helft ihr mir und den Kanal am besten. Vielen Dank dafür und ja, bitte weiter so. So, wir sind mit der Story bei 92%. Das heißt, wir bewegen uns ganz kräftig Richtung Ende. So, ich mag mir jetzt meine Quests angucken. Irgendwas Duftkräuter, Geister der Vergangenheit. Da habe ich jetzt überhaupt gar kein... Sollen wir das hier nochmal machen? Da hätte ich irgendwie fast Bock. Komm, das machen wir jetzt noch ganz kurz. Da habe ich jetzt gerade tatsächlich noch Bock drauf. Ich würde meine Nebenquests gerne alle noch aufräumen. Solange das noch geht. Moin. Und... Ah, der ist da runtergepurzelt. Okay, wo müssen wir hin? Das ist ja hier diese alte Raiz-Bunker, den wir übernommen haben. Wo müssen wir denn hin? Das ist wahrscheinlich wieder am Arsch der Welt, oder? Na, es geht sogar. Wie schaut es im Inventory aus? Mal hier wir irgendwo hin, angeblich. Angeblich? Hier hin. Wartet mal. Da können wir tatsächlich noch kurz reingucken. Weil. Vielleicht hat der coolen Kram. Naja. So Küchenkram? Naja, Küchenkram hast du wenigstens. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Und den Rest kannst du ja sonst so hinschieben. Gut. Komm, nochmal ein bisschen looten Richtung Ende. Wobei wir es uns wahrscheinlich schon sparen können, weil brauchen tue ich es nicht mehr. Kohle habe ich immens viel. Ich weiß nicht. Ich würde das DLC gerne noch zocken. Bin mir aber gerade nicht sicher, ob ich meinen Stuff da mitnehmen kann. Das wäre schon echt geil. Weil ich da nicht direkt naked starten würde. Ja, ist ja ganz nett, aber... Ja, das war's halt. Ganz nett. Uah. Okay, gehen wir mal kurz hinein. Geister der Vergangenheit. Ich weiß es echt nicht mehr, um was es darin ging. Ich dachte, das hätte ich schon gelöst. Okay, ich muss auf jeden Fall hoch. Gibt es da wieder einen Dietrich, oder? Natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Aber sonst sehe ich hier gerade keinen geilen Stuff. Na, wollen doch mal sehen. Okay, Jungs, ihr habt Detektiv gespielt. Was kommt noch? Okay. Abgefahren. Jetzt sind wir hier wirklich in einem Schwarz-Weiß-Ding jetzt drin. Spooky. Ein bisschen spooky ist es ja tatsächlich.
Ich loote jetzt hier noch, wie gesagt. Wahrscheinlich nicht mehr notwendig, aber... Aber trotzdem. Hier ist nichts. Okay, hier ist nichts. Soll ich nur eine oben, oder? Ja. Wohnung 3 ist abgeschlossen. Vielleicht hat der komische Mann, der da wohnt, etwas gesehen. Oder hat er zu viel gesehen? Wir befragen ihn später. Hey, wo willst du denn hin? Warte! Warte auf mich! Detective Dooleys Partner hat den Ermittlungsbereich verlassen. Zweifellos auf der Suche nach Spuren. Er ist wohl in den Keller gelaufen. Ich gehe ihm jetzt direkt nach. Okay, im Keller. Aber trotzdem schaue ich mich hier erstmal um. Okay, da war eine Bar. Ein Barschild zumindest. Und ein bisschen Heilwaffe. Nehme ich mit. Brauche ich zwar nicht mehr, aber ich nehme es mit. Messi halt. Schauen wir mal, was da noch drin ist. Vielleicht gibt es ja noch mal einen Bauplan. Einen haben wir tatsächlich im letzten Part noch gekriegt. Wie er es verpasst hat. Schande. Küchenkram. Küchenkram, da sage ich immer gerne. Was mich ein bisschen irritiert ist, dass ich keine Waffe wieder habe. Und ich finde schon wieder so viele Dietriche, das heißt, ich muss gleich irgendwo einbrechen. Ganz, ganz offensichtlich. So, weiter geht's. Musste kurz Pause machen. Post und so. Da muss man halt dann irgendwann doch an die Tür gehen. So. Ich glaube aber, wirklich viel gibt es jetzt hier nicht mehr zu holen. Was ich ein bisschen schade fände, ist, dass Halver und sowas über das Spiel hinweg nicht stärker geworden ist. Das, ich glaube, das regeneriert immer noch nur diese 5 Health Points und das war's. Das finde ich schon schade. Okay, wir müssen in den Keller. Ich hoffe, ich darf demnächst mal meine Waffe ziehen. Wahrscheinlich muss ich da unten jetzt irgendein Kind erledigen, oder? Bei meinem Glück, ja. Okay, ich muss in die Richtung. Das ist halt, da sollten Kinder nicht Detektiv spielen. Okay, und jetzt? Hier spricht Detective Dooley. Ich betrete den Keller, um die Spur zu überprüfen. Mike! Bist du da? Mike, bist du das? Okay, die Tatsache, dass ich jetzt doch nicht. Ich habe keine Waffe. Die Musik ist echt verstörend. Also ich werde doch hier gleich irgendeinen erschlagen müssen. Also wenn ich jetzt hier nicht auf irgendwo noch einen Zombie treffe, dann weiß ich es auch nicht. Okay. 3 oder 4. Da ist eine Hand dran. Dann gehen wir erstmal hier rein. Mal hier ist es wahrscheinlich ungefährlicher. Gibt aber auch nichts zu looten. Okay, hier ist eine Hand auf jeden Fall. Mhm. Toll. Im Apartment 3 noch ein Kellerschlüssel. Hätte ich jetzt nicht gleich machen können. Jetzt hier im Kellerschlüssel. Ach, ich muss noch höher. Hey, Süßkram. Ich dachte, ich hätte hier alles mitgenommen. So, dann gucken wir mal. Oh, ach du nee. Scheiße. Och nee. Irgend so ein... Mike! Ekelhaft. Mike! 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 Aber da ist noch eine Fluppe am Rand. Dann war das hier Mike. Ach du... Heilige. Ich
wusste es doch. Fleisch! 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 Ja, ja. Ey, was für eine kranke Scheiße. Fall abgeschlossen. Richtig kranke Scheiße. Hammer der Göttermord. Das gefällt mir schon besser. Seht ihr? Rentiert sich da ein bisschen. Ey, das ist schon echt, echt kranke Scheiße. Das ist schon echt, echt pervers. Ich nehme es mal mit, ich kann es zerlegen. Krank. Einfach nur krank. Ja, da hat jemand genascht. Hatte das Kind auch gesnackt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall liegt hier echt viel Darm rum. Ekelhaft. Ekelhaft. Ach komm. Ach, die kann ich nicht zerstückeln. Ist ja schade. Okay, damit ist der Fall auf jeden Fall abgeschlossen. Kranke Scheiße, Leute. Kranke Scheiße. Okay. Naja, eine Mission weniger. Muss ich die jetzt noch irgendwo abgeben? Muss ich die irgendjemanden informieren? Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon so lang hier. Wo ist das? Oh, das habe ich befürchtet. Das ist am Arsch. Das ist am Arsch der Welt. So. Wir machen mal ganz kurz den hier. Oh, das ist nur mal eine Kiste. Ich dachte, die hätten wir schon gelootet. Jetzt vor kurzem meine ich, nicht irgendwann einmal. Oh, nice. Bringt nichts, aber wieso nicht? Kann man schon mal mitnehmen. So. Ja, die Mission gehen wir jetzt auch natürlich schnell. Die Punkte holen wir uns. Polizeiautos habe ich in der Altstadt echt wenig gemutet, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Aber ist wurscht, wir kamen auch so eigentlich ganz gut durch. Würde ich jetzt mal ganz frech behaupten. Die habe ich in den Arsch getreten. Der alten Lady. Okay. Jetzt sind wir aber echt gut weit weg, wieder von allem. Ich glaube, da müssen wir auch schon tatsächlich hin. Ja. Zu Tarek. Schon wieder da? Haben Sie Mike gefunden? Mike war sein Hund. Er ist tot. Genau wie Toms Vater. Und es waren nicht mal die Infizierten, sondern ein perverser Irrer. Das Leben hier wird immer schlimmer. Hier, Crane. Das sind die Schlüssel zum Lager des Museums. Sie finden dort Waffen aus allen Epochen. Vielleicht können Sie davon etwas gebrauchen. Danke, Tarek. Aber ich wollte Sie noch um was anderes bitten. Schießen Sie los. Sie sagten, Sie könnten nicht gut mit Kindern? Stimmt. Dann ändern Sie das. Werde ich. Ich schwöre es Ihnen. Ja, cool. Waffen finde ich gut. Da sage ich nicht nein. Ich habe einen Sonder. Sonderangebot. Schauen wir uns natürlich an. Wir haben auch viel Shot gelootet. Ja, aber leider halt nichts, wo ich sage, geil. Leider nichts. Küchenkram. Jetzt so Richtung Ende kommen sie mir mit Küchenkram alle an. Aber verkaufen wollte ich was. Ja, kannst haben, kannst haben, kannst haben, kannst haben, kannst haben, kannst haben, kannst haben. Die behalte ich. Gut, dann suchen wir noch schnell die Belohnung, oder? Wie weit müssen wir dafür? Ach, komm schon.
Ja, wieso nicht? Ist irgendwo ein Seil? Wo ist das denn hin? Das war knapp. Irgendwo spuckt schon wieder drin. So. Was schon wieder eine Safe-Zone? Ich habe hier wirklich überall Safe-Zones. Schon echt krass. Das ist wirklich, wirklich krass, wie viele Safe-Zones man hier hat. Wenn man sie fleißig räumt. Und das Fußbecken würde ich jetzt nicht mehr unbedingt sagen wollen. Ätzend, dass das jetzt am Arsch der Welt ist. Aber mal, was will man machen, ne? So. Dann wird einer angenascht. Sollen sie. Okay, das ist jetzt tatsächlich relativ weit weg. Nee, darauf hat jetzt keinen Bock. Den habe ich schon mal gekillt. Da könnt ihr euch selber drum kümmern. Bitte, dass ich da irgendwie so hinkomme. Sind wir zumindest... Ja, wir sind sehr nah dran. Das ist gut. Was für eine Festung, Leute. Okay, ich muss aber runter. Muss ich erst hoch, um dann runter zu gehen, oder muss ich direkt hier runter? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hoch, damit wir danach runter können. Ich kann mir fast vorstellen, dass irgendwo auf der Festung der Eingang ist. Sicherheitszone, okay. In die ich aus irgendwelchen Gründen nicht rein kann. Hä, was ist das denn für eine komische Sicherheitszone? Nö, ich komme nirgends rein. Auch hier komme ich nirgends rein. Nee, ich komme. Ich komme schlicht und ergreifend nirgends in die Festung rein. Aber das ist irgendwie drinnen. Und wir waren doch da schon drinnen. Wahrscheinlich hätte ich das vorher mitnehmen müssen. Und kann jetzt nicht mehr. Weil hier ist überall... rein. Aber keine Ahnung, wo das sein soll. Ja, hier kann ich lustigerweise hingraben. Das war's dann aber auch. Und hier gibt es auch einen Sprung nach unten. Das heißt, man kann auf jeden Fall irgendwie... Nur ich kann gerade nicht. Ich weiß nicht warum. Ach komm schon, stoß sie halt nicht so ab. Ist hier abstoßen. Ich geh jetzt mal zur Tür. Aber ne, ich kann die nicht aufmachen. Echt? Ey, das ist doch lächerlich. Das ist doch echt lächerlich. Irgendwo unten war doch der Eingang. Soll ich die nochmal versuchen? Irgendwie übers Wasser sind wir doch damals in die Festung reingekommen. Aber wo war das? War doch viel weiter hinten, oder? Ich weiß es wirklich nicht mehr, Leute. Das ist das große Problem. Wenn ich das überlebe...
schnell schon gerechnet, dass ich das überlebe. Okay, ich habe A hier einen Fallschirm gesehen. Na super. So. Ist halt mordsungenau. Leider. Drecksviech. Okay, aber der hat doch mit Sicherheit irgendwas. Ja, der hat hier tatsächlich irgendwas beschützt. Krass. Und damit hat er jetzt nicht gerechnet. Da ich hier sowas nochmal finde. Yay, Fackeln. So, okay. Aber hier ist, glaube ich, nicht die Höhle gewesen. Nee. Ich würde aber gerne zu dem Zipfel da vorne nochmal schwimmen. Das würde mich gerade ein bisschen triggern. Das schaut nämlich interessant aus. Da könnte was sein. So. Okay, da hätte was sein können. Ist aber nicht. Das Problem ist, ich habe gerade keinen Plan, wie ich in die scheiß Festung reinkommen soll. Vielleicht hätte ich das wirklich von Anfang an mitnehmen müssen. Keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht. Wie gesagt, es gab hier irgendwas mit Tauchen Sie rein. Das war hier irgendwo, behaupte ich. Oder war das? Ich weiß es nicht mehr. Oder war das hier? Das kann auch dort gewesen sein. Komm, da laufen wir jetzt noch schnell hin. Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Wieder. Ja, irgendein Überlebender wurde da getötet. Juckt mich nicht. Ich bin nicht hier die Polizei für alle, Mann. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal da rein kann. Ja, doch, das war schon eher hier. Das war schon irgendwo hier, ne? Ja. Hier, glaube ich. Ja, das war hier. Soll ich das jetzt echt nochmal bringen? Ich weiß nicht, ob ich da nochmal rein kann. Das Problem ist, ich kriege halt dieses Mal auch nicht die Hilfe, die ich noch beim letzten Mal gekriegt habe mit den Punkten, mit hier lang und hier lang und hier lang. Ich weiß halt echt nicht mehr, keine Ahnung. Aber der Weg wirkt. Ey, Tatsache, Leute, es ist Tatsache hier. Ich breche ab. Okay, das war jetzt geil. Ich erinnere mich jetzt. Jetzt kommt's. Da hatten wir uns damals dran, so. Als wir hier das erste Mal reingegangen sind, haben wir so gedacht: Ey, da ist echt Zeug versteckt. Wie kommt man da wohl hin? Jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir es, Leute, wie man da hinkommt. Nice. Wahrscheinlich nichts, was man brauchen kann. Aber trotzdem. Wenn wir jetzt schon hier sind, ziehen wir das noch durch. 41 Dietriche, das ist eh echt heftig.
Schlägertyp. Nice, das ist auf jeden Fall geil. Und irgendwo auch noch eine große Kiste. Das waren sogar noch zwei. Und... nice. Okay, haben wir noch zwei große Kisten. Richtig geil. Wie gesagt, ich glaube jetzt leider halt nicht das geile Zeug. Außer hier das Beil. Das kann ich mal so schlecht. Oh, kurz husten müssen. Erstmal einen Point irgendwo finden. Das ist halt echt die größte Schwierigkeit. Erstmal einen Point finden, wo man sagt, okay, da snappt es so ein bisschen. Ja, nice. Okay, da geht's auch noch rein. Aber scheinbar eingestürzt. Ich denke, ich werde den Weg wieder nehmen müssen, den wir hier reingenommen haben. Aber geil. Richtig geil. Da freue ich mich, dass wir das jetzt noch gemacht haben. Ich denke mal, hier komme ich nicht mehr rein, oder? Nee. Das ist wirklich One-Way-Ticket. Aber trotzdem geil. Trotzdem richtig geil, dass das geklappt hat. Durch. Hier so rüber. Und dann einmal hier so lang. Ich weiß gerade echt nicht. Doch, doch, das war aber schon richtig. Da unten geht's lang. Ich habe gerade echt nicht gesehen, wo es lang geht. Aber draußen ist gerade die Piss Patrol unterwegs, wie man gerade unschwer erkennen kann. Die sind alle angefressen. Aus welchen Gründen auch immer. Ich habe hier nichts getan. Niemanden von denen. So. Und schon haben wir es geschafft. Und mit schon haben wir es geschafft, meine ich auch den heutigen Part, meine Freunde. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer. Abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.